Vor so vielen Menschen und wunderschönen Gesichtern, lachende Gesichter zu sehen. Und auch Fans, alte Fans, die immer noch Fans sind. Das macht mich sehr, sehr happy. Danke euch dafür. Also für die, die mich nicht kennen, ich war 2018 bei DSDS mit 16 und den ersten Song, den ich damals gesungen habe, hat bis jetzt, glaube ich, hat jetzt mittlerweile schon 20 Millionen Aufrufe. Ich singe ihn kurz an, wer ihn nicht kennt. Share my life, take me for what I am, 'cause I'll never change all my colors for you. Take my love, I'll never ask for too much. Just all that you are and everything that you do. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again, this passion inside. I can't run for myself, there's nowhere to hide. So don't make me collapse. Dankeschön. Das war der erste Song, den ich damals gesungen habe im Fernsehen bei Dieter Bohlen, DSDS. Und
könnt euch nicht vorstellen, ich habe da gezittert, wirklich. Also es war unfassbar, die Tabulen halt, ne? Und ich wollte jetzt auf übergreifend, Whitney Houston hat mich eigentlich schon immer geprägt. Und auch ein Song von ihr, den ich gesungen habe in den Live-Shows, wo ich mir dachte, der könnte vielleicht für heute sehr, sehr gut passen, Stimmungssong. Und ich würde mir wünschen, wenn ihr alle mitdancen und mitsingen würdet. Und zwar I Wanna Dance With Somebody. Ich wünsche euch viel Spaß. Und jetzt will ich hier mal nicht nur die Bühne, sondern auch den Boden beben sehen. Let's go!
das, ne? Ich bin ja auch gebürtige Duisburgerin. Und hier ist immer geile Stimmung, ne? Die Leute trinken sich hier ein Bierchen und gehen ab. Das lieben wir, ne? Das ist einfach geil. Deswegen stehe ich auch zum Pott erstmal. Geil. Genau. So. Jetzt muss auch mal wieder ein bisschen runterkommen. Ich bin schon wieder am Schwitzen. Ich bin auch aus der Übung, ne? Aber als nächstes spielt ein Song, die, sag ich mal, gebürtige DSDS-Fans, auch Marie-Fans, kennen sollten. Ich hatte ja vorhin schon Dieter Bohlen, DSDS erwähnt. Und ich glaube, die, die mich kennen, kennen auch diesen Song. Und zwar werde ich ihn immer spielen und auch lieben. Und zwar Königlich von Dieter Bohlen. Ich würde mir wünschen, für diesen Song, dass wir den gemeinsam singen. Ich werde ab und zu mal das Mikrofon reinhalten ins Publikum, um zu hören, ob ihr noch textsicher seid, was das angeht. Aber ganz kurz, ich muss sagen, mit 16 Jahren einen Song von dem Pop-Titan Dieter Bohlen geschrieben bekommen zu haben, da könntest du mich jetzt immer noch zwicken mit, da glaube ich immer noch nicht. Aber es ist so und ich wünsche euch viel Spaß. Stolz, ihn tragen zu dürfen und jedes Mal performen zu können. So, jetzt machen wir mal wieder ein bisschen Stimmung hier.
So, als nächstes spiele ich mal was Neues von mir. Ja, das ist noch gar nicht auf dem Markt. Und da wollte ich euch jetzt mal ein, zwei Songs heute mal präsentieren. Natürlich hat man die Corona-Zeit nutzen müssen. Natürlich, klar, ich war nicht so oft auf der Bühne, mir haben die Fans gefehlt, ihr habt mir über alles gefehlt. Aber trotzdem, man darf den Kopf nicht hängen lassen. Ich war viel im Studio, habe mich ausprobiert, neue Sachen. Und ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Jetzt Issues für euch. Hey, ich könnte so leicht sein. Damals verliebt hab, hab so lange geglaubt, die Phase geht vorüber. Heute frag ich mich, ob alles nur gespielt war, bin ich dir egal. Du hast Probleme, die ich vorher nicht gekannt hab. Warum bist du irgendwie jetzt halt anders? Weil ich die erste, die du einfach so verbrannt hast, ist doch nicht normal. Bitte, bitte, komm zurück, nimm dein Trauma wieder mit. Merk, dass alles schwerer ist seit dir. Ey, ich könnte so leicht sein. Neue Sachen auszuprobieren und euch neu präsentieren zu können. Ich möchte euch als nächstes auch einen Titel zeigen, der auch recht neu entstanden ist. Der heißt Spiegelbild und zeigt eigentlich genau das, so ich fühle mich gar nicht wohl in meinem Körper, aber ich sollte es, weil ich toll bin, so wie ich bin. Man sollte sich in den Spiegel angucken und sagen, wow, du bist großartig, du bist toll, ich sehe gut aus, ich fühle mich gut, alles was ich mache ist super. Und das ist das, was wir alle lernen müssen. Ich will mich nicht als perfekt irgendwie darstellen oder so. Im Gegenteil, ich habe genauso Probleme wie jeder andere auch. Aber das gehört dazu. Let's go. Was ist mein Spiegelbild? Erkenn mich kaum noch wieder, da vertraue mir nicht mehr. Mir fiel das Laufen viel zu schwer. Vermiss mein Spiegelbild. Erkenn mich kaum noch wieder. Doch vertrau mir nicht mehr. Mir fiel das Laufen viel zu schnell. Vermiss mein Spiegelbild. Erkenn mich kaum noch wieder. Doch vertrau mir nicht mehr. Mir fiel das Laufen viel zu schnell.
gut an. Ich verliere meine Zuversicht. Es sagt, weil ich genug hab. Frag dich, wenn das in Zukunft dich hält. Sag mir, wie lang ist noch alles schwarz? Nichts mehr, wie es war. Mein Spiegelbild erkennt mich kaum noch wieder, nur vertrau mir, ich werde vieles laufen, viel zu schwer. Für mich mein Spiegelbild erkennt mich kaum noch wieder, nur vertrau mir, ich werde vieles laufen, viel zu schwer. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke. So. Es geht ja auch schon so langsam Richtung Ende, aber also, was ich unbedingt heute präsentieren wollte, was mir sehr, sehr wichtig war, all das, was gerade so abgeht, von Corona bis jetzt Krieg in der Ukraine, mit Russland, dieses Konflikt, das ist unfassbar und das berührt mich wirklich sehr, wie die Menschen leiden müssen und mussten vor allem auch. Und deswegen habe ich überlegt gehabt, dass wir zum Schluss einen Song singen, zusammen a cappella, Halleluja. Und den möchte ich nicht alleine singen, den möchte ich mit euch allen zusammen singen. Den Refrain überlasse ich ganz euch. Da gehe ich weg vom Mikro. Ich würde sagen, gerne die Arme nach oben und ich verlasse mich auf eure Vocals weiter. Oh. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? And it goes like this, the fourth, the fifth, the minor falls, and the major lift, the baffled king composer, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew her. And she tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your head. From your lips she drew the there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew her. And it's not a cry that you hear at night, it's not someone who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah. Wollt ihr denn noch einen Song hören, oder? Die stehen da hinten schon wieder und machen. Der nächste Künstler. Ne, ein bisschen. Wollt ihr noch einen hören, oder? Ja! Ja? Ja! Okay. Naja, eigentlich hatte ich nicht so viel programmiert, deswegen war ich ein bisschen überfordert. Aber es besteht die Möglichkeit,
das sucht ihr jetzt aus. Ich könnte für euch gerne noch was a cappella singen. Oder wir singen alle zusammen nochmal königlich oder dance nochmal if I wanna dance. Okay, wir singen königlich zusammen, aber dann singen wir es auch wirklich zusammen. Und jetzt will ich euch noch lauter in eure Stimmen singen, wahr? Dann singen wir noch einmal zusammen königlich und let's go. Dankeschön, Ann-Marie Wegner, herzlichen Applaus für Sie. Königliche Musik für euch. Dankeschön. Alles Gute, Marie, dankeschön. Ja, ihr wisst, es ist umsonst und draußen hier und die Künstler.